Und wir mal die Banditen, die schon so offen sind. Da liegt noch ein Waffen für die. Was? Wo? Da, ich hab ihn da hergeschmissen, Konfer. Schau sie da mal an, du Kuh, du. Du bist runtergestanden? Hey, ganz ehrlich, Zeuge, ich hab Videobeweis. Da ist nicht nur ein gewesen, dass da eine Waffe von mir liegt. Ich hab's hier in Daten. Da hast du die Aufnahme schon abgebrochen gehabt. Da hab ich da die Waffen hergeschmissen, hab ich dir gesagt. Da liegt eine Waffe für die. Schau sie da mal an. Und du sagst, danke dafür. Okay. Da zitiere die aber, da bin ich immer so frech und zitiere die. Leider hab ich keinen Videobeweis, aber ich hab ein lupenreines Gedächtnis. Sie ist Zeuge. Ruf mich! Das ist schon Zuschauer. Du streamst aus dem Fenster aus, oder was? Offline-Zuschauer. Das war so raus, also verstehen. Und motzt mich da an, ey. Da war nie am Waffen! Oh mein Gott! Meine Fresse. Warte. Ach ja, jetzt müssen wir, was müssen wir da überhaupt machen? Wir müssen den... Sag, was müssen wir machen? Jetzt dann, gehen wir zum TK Baha. Baha. Baha, ja. Baha. Kann ich auch lösen. Baha. Das ist im Endeffekt, haben wir jetzt dann die Storyline um den Nine Toes gestartet. Der Nine Toes ist ein Bandit, der was da das Gebiet annektiert. Ja. Annektiert. Das ist ein neues Wort, habe ich rausgefunden. Das klingt cool, gell? Ich denke, alles. Annektiert ein Schnitzel wie ein Klo-Muschel annektiert, ist mir wurscht. Das ist das Immune draufstück. Du wirst verfolgt. Stunden herkommen. Naja, haben wir erst auf deinen Rücken frei. Ja. So, da ist er. Ich finde es sympathisch. Du! Noch ein Schritt und es ist dein letzter! Du hättest deinen Gesichtsausdruck sehen sollen. Da mit der Visage. Okay. Hey, neuer. Dich habe ich gesucht. Keine Sorge wegen mir. Ich kann auch wieder. Ich komme schon klar, okay? Alles gut. Keine Sorge wegen mir, ich kann auf mich aufpassen. Ich komme schon klar, okay? Alles klar. Cool. Skeks haben sich ja mit den Vorräten zu schaffen gemacht. Jetzt dann gehen wir nämlich zu den Level 10er um. Ja, wir sind ja schon Level 3, das schaffen wir. Ja. Was zur Hölle? Ich bin gerade nur was. Hä? Was? Blöd. Schrotflintenmuni brauche ich. Ja, ich hab das Viech jetzt so nicht zu denken. Du kannst da einfach E drucken. Okay. Logisch, E. Was ist E? Nahkampf. Benutzen. Also im Endeffekt mit E machst du alles. Also ich kann, wenn die Waffen leer ist und die E druckt, dann läutet er die Waffen an auch und so. Oder du kannst einfach drauf schießen, dann passiert sowas auch. Eher not good. Jetzt brauche ich keine. Da ist das Vorwort. Okay. Hat zu viert war das Spiel, ist so cool, aber wir kennen leider niemanden. Appell an die Zuschauer, kommt in unseren Discord-Channel. auf Anfrage bitte. Auf Anfrage, genau. Ich meine, im Endeffekt können sie ruhig schon in unserem Discord kommen, sie haben halt keine Berechtigungen. Das stimmt, ich kann eigentlich nicht quatschen. Das ist im Endeffekt so wie beim Kronk. Bist du was? Oh, Werbung, Kronk Channel. Wer ihn noch nicht kennt, abonniert ihn. Na. Da findet ihr dann nicht. Abonniert oder warm? Ich hör das nicht. Ja, ihr habt da schon massive Probleme. Das ist ein Level ab. Ja, ihr habt mal angezüchtet. Wo ist nicht? Ja. Hä? Wieso bist du so weit vor? Wir machen ja alles gemeinsam da. Keine Ahnung.
Wahrscheinlich, weil ich sonst noch in den Skills habe, so schwächer bin. Und ich würde balance und einfach so aus. Ja, wahrscheinlich, ja. So, also haben wir schon alles, schau. Können wir schon wieder zurücklaufen. Naja, später, wenn wir beim Sledge sind, wird's lustig. Der erste richtige Boss. Ich meine, also den ersten Bossgegner haben wir bald. Entschuldigung, dass ich noch kurz unterbreche, komm mal kurz daher zu mir, weil du brauchst Energie drinnen. Ah, ja. Und da liegen noch zwei Oma-Ikon, der kann aufheben. Ja, es gibt, das da ist eine Sofort-Medi-Ampulle. Ja, es ist eine Medi-Ampulle, also die wirken sofort. Okay. Und dann gibt es Medi-Kits, die was du im Inventar hast. Weil die verbrauchen halt logischerweise einen Inventarplatz und die musst kaufen. Okay. Die findest du ganz gut. So. Mann, dein Glück. Ich schieße nur auf. Gut gemacht. Dank dir habe ich beschlossen, meine Filiale in Firestone wieder aufzumachen. Komm und kauf dir neue Ausrüstung. Genau. Wenn jetzt Player bist du ziemlich ruhig. Ja, ich schau halt, was der so macht. Ah, was du verkaufst, so viel, was ich zu tun habe. Also, du bist schon tot. Was? Nein, ich lebe noch. Nein, der Hund. Der Hund. Ach so. Ja, der Hund angesprungen und den habe ich. Der ist tot umgefallen. Ist der? Jump shot! Der Wahnsinn, der war auch stark, gell? Der Sturmgewehr ist so ein Schrottteil. Wie viele Erfahrungspunkte hast du jetzt durch den letzten gekriegt? Keine Ahnung, das steht nicht. Steht in der Mitte, wird ganz fett eingeblendet. Wow, EXP. Ja, mal schauen. Ja, wir haben jetzt nur zwei Wochen. Ja. Also, ich glaube schon, dass sie schlechter ist als der Schrott. Gar nicht. Naja, es ist. Im Anfang kannst du eigentlich im Endeffekt machen, was du willst. Da. Kriegst du einfach nur Müll. Okay, ich glaube, die erste gute Waffe ist, glaube ich, eh der Brusttrupp. So, Granaten kaufen. Warte mal, was ist denn da? Klebegranaten. Was hast du denn im E-Mail da recht? Ja, nimm ruhig. Hast du schon? Ah, ja, ausverkauft, ja. Das ist mit dem Controller echt absolut ungewohnt zu steuern, weil dann 17 Jahre nein, aber du kannst nicht auswählen, sondern du musst entweder A oder X drücken. Oder in deinem Fall Kreis. Kreis. X, Y, Kreis oder Z. Genau. Ich tue mal ein bisschen was verkaufen. Ja, wie gesagt, haben wir nur begrenzt in den Darkbox. Du kannst da übrigens, wenn du I drückst, also ins Menü gehst, ist der Rucksack. Was ich wo ausgerüstet habe. Genau, und wenn du oben die 5 Reiter, da ist immer ganz rechts die Karten und links davon ist es auch Kassetten, das sind die Missionen. Wenn du jetzt dann bei den Missionen oben auf die, also links oben steht die Missionen. Ja. Und unter IO sind 3 so Medaillen. Wenn du da aufklickst, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie man das mit dem Ding macht, mit dem Controller. Wenn du es mit dem Controller spürst, musst du Leertaste drücken. Ah, ja, Leertaste steht bei mir auch dabei. Auf jeden Fall sind da noch Herausforderungen. Da ist jetzt eine Liste von Sachen. Das sind circa, wie viel werden das sein? 100 Stück, 150 vielleicht. Wo halt verschiedenste Herausforderungen sind, für die du auch wieder Erfahrungspunkte kriegst. Okay, und da habe ich schon eine, nämlich Erbarmungslos. Habe ich schon zum Beispiel. Ach, deswegen Erbarmungslos. Du hast 500 Erfahrungspunkte mehr als ich. Deswegen hast du ein Level Up vorne gekriegt. Mhm. Ja, okay, dann das macht du schneller als ich. Ja, auf jeden Fall werden wir durch die Herausforderung werden wir später wahnsinnig schnell und full leveln müssen. Nur, das passt. Ich hoffe noch. Gut. Haben wir's? Mhm. Es ist mittlerweile Nacht. Dankeschön, Erklärung. Weiter geht's. Ja, wenn du jetzt an den Planeten hinten anschaust, das ist so
neue cool. Planet. Ja, so siegelförmig. Das hm. wird ich nur. Der wird ein Planer. Müsste mal länger zubeschauen, der Schatten wird so deckt das Original ab. Ja, das ist echt die Sonnenwanderung, gell? Über ja. den Planeten. Das ist echt cool, ist mir noch nie aufgefallen. Was mir noch beim Scharfschützen wieder aufgefallen ist, musst du mal schauen, wenn du Gräsers Visier hast. Ja, dass die Spiegelung im Ding drin hast, wenn du es jetzt am Schulter hast, gell? Also in der Hüfte tragst. Wenn du es in der Hüfte tragst, ist keine Spiegelung drin, sondern du siehst original vergrößert vor dir. Ja, meine ich ja, das ist uns, also mir und René bei Borderlands 2 aufgefallen. Das ist echt sehr detailliert, muss man sagen. Darf man gar nicht. So, Granate Honda. Ist jetzt bei dir ein? Mit G. Hast du keine gekauft? Ja, Klebegranaten, aber ich will nur eine einstecken. Wir müssen echt. Rechts bei deiner Munition müssten drei Granaten zu sehen sein. Das sind drei. Also so. Transparent graue Granaten. Wo kann man G? Neuer. Ich hab nicht gesucht. Also hast du. Granaten. Ich hab zwar Klebegranaten, aber. Ja, aber die Quest kannst du abliefern, oder? Ja, aber du sie was wahrscheinlich. Danke. Einiges sind einfach nicht, wenn man nicht sieht. So, legen um, nein, Toast. 90 wieder. Ja, dann legen wir ihn um, oder? Ja, du rufst mal, aber das würde ich nicht. Darf man die auch irgendwo nicht sehen? So wie bei Warframe da. Legt Loot! Ich hab ihn da echt auf den Nacken umstellen. Was ist das? Eine Friese. Alter! Ey, ich bin schon wieder vertieft. Da ist nichts. The show must go on. Genau so ist es. Die Show muss weitergehen. Oh, jetzt kommen wir links noch eine Banditin. Was? Na. Wenn du gerade ganz woanders. Ich meine, du weißt, dass ich kein Scharfschützengewehr habe, gell? Aber Scharfschützenpistolen und die ist wahnsinnig ungenau. Ich würde vorschlagen, du sparst deine Munition. Bah! Alter! Gibt's da irgendwie French da? Na. Da ruft der Hund ein ins Visier. Ja, Fishing for Compliments. Getroffen! Alter. Oh, jetzt wohl nicht Monster spielen sollen. Dann gibst du erst mal das Schatten gezockt. Ja, du warst länger, du mehr verspätet als erwartet. Da ist ein Hebel, ich überlasse dir die Ehre. Oh, danke. Was ist das? Wohin? Ja, einer von den Dinger, von den Banditen, die was du vorher so schön anhitten hast, mir ist noch nicht bis auf verfolgt. Hast du ein Ding abbekommen? Ich geb dir seine Koordinaten auf dein Ecosystem. Kann er mir vorbeilegen, wenn du seine Einzelteile zerlegt hast. Nutzen wollten wir, also kann man hinten spielen. Nicht, dass ich wüsste. Muss ich mal. Oh. Skek Gully. Okay. Ich kaufe mal schnell ein paar Granaten. Vergiss nicht, bei Marcus bekommst du. Na, ich finde das ist bloß das Bouncing-Battle. Stärkere.
wie gesagt, kauf jetzt noch nicht so viel. Ich würde das Geld echt sparen. Das einzige, was ich mir holen wäre, ist ein besseres Schild vielleicht. 1700. Oh. Ah, sogar Granaten werfen. Das war klug. Ich werde mir auch ein Schild mit langsamer Gesundheitsregeneration holen. Ja, das ist rentabel. Das ist nicht detailliert gemacht. Wo kriegen wir eigentlich die. Man hat noch so Spezialfähigkeiten, oder? So wie du gesagt hast, ich bin ein Vogel. Ja, ab Level 5 schalten wir die Active Skills bei. Okay. Ja. Das ist ein Mensch. Das war so perfekt geschmissen, die Granaten. Du, den nimm ich aber gern, gell? Jawohl. Steht das super. Kriegen wir Apple noch mehr Waffen? Und es ist auch Korbstand. Pass auf, das sind da wieder Skeks. Oh ja. Boah, wie präzise die ist im Vergleich zu anderen. Richtig herrlich. Ja, Fliegerkleber mit der. Ja, der richtige Kopfschuss. Das wird schon besser. Oh, nein, oder? Deswegen Kanonenversteck. Alter, was ist. Da ist übrigens ein Jacobs-Waffen. Bei mir. Was ist der? Okay, ich tue mal kurz die Pistole mitnehmen. Das ist so ein Jacobs, der ist eben saustark. Die ist auch wahnsinnig zielgenau, aber hat halt kaum eine Feuerrate. Ich werde es trotzdem mal nehmen. Wenn du sie haben, oder sie haben? Achso, warte, das ist ein Sniper. Die kannst du haben. Dankeschön, der ist nämlich doppelt so stark wie meine jetzige. Ja, ich weiß, aber du schierst halt nicht einmal halb so schnell wie mit deiner jetzigen. Ja, wenn ich dafür nur Anschluss brauche, reicht das. Warte mal kurz, ich muss das jetzt sagen. Mal schnell ausrüsten, was habe ich nicht vergessen. Du kannst, wenn du, ich glaube mit Viereck, nimmst du die Waffen ja auf, gell? Also, was auf der PS4 oder PlayStation Controller Viereck ist, ist bei dir wahrscheinlich der Knopf Nummer 1 oder 2. Ja, lass es einfach. Ja, auf jeden Fall. Wenn du Viereck haltest, dann rüstest du die Waffen direkt aus. Ja, das habe ich jetzt noch gut vergessen gehabt. Aber ja, cool. So. Danke fürs Zeigen. Wo ist denn beim Kopfstand nochmal gewesen? Da ist das Kanonenversteck. So. Ach so. Ach ja, klar, da ist eh, wird eh markiert. Wo bist du? Eine Schrotflinte. Bei kritischen Treffen 100% Schaden, zielgenau, Waffen, Zoom. Diese extrem genau. Da ist noch ein Sniper. Darf ich die haben? Ja, kannst du gerne du haben. Die sind ja erstmal gleich stabil, die was ich gerade habe. Ladyfinger, ja. Sie ist ein bisschen zielgenauer als meine und sie feuert etwas schneller. Aber meine macht 13x2 Schaden, also ich nehme sie nicht, ich brauche sie nicht. Gut, dann nehme ich schon. Oh. Schon ewig lang gemacht, Sniper. Funktioniert. Ich schieß so langsam. Also, du kannst den Menü auch mal holen. Ich will den Menü und dann kann ich. Okay. Soll ich überall mal gehen? Baum, geht weg.
Waffe. Ach so, ich schieß mit. Okay, ich schieß mit Armerabbruch und zwei Kugeln, das ist nur wieder geschoben. Ja. Deswegen 13 mal 2. Da kommt er. Du hast Snapper-Muni, die kann keiner mehr mitnehmen. Ich auch nicht. Ah, ich freue mich schon, wenn wir ein Wurf mehr tragen können oder so. Ich hoffe, du bist gut. Man muss sich halt ein bisschen besser ausrüsten. Verkaufen wir wieder für sowas? Aber sind das eh nichts. Mann, geil! Da stehst du mit der Großbild und kippst dann rum. Jo. Ziel getroffen! Schaut dazu, wie er die ganze Zeit der Schrotflinten auf mich schießt, ich krieg Schrot die ganze Zeit. Ich hab noch gelohnt. Beim Granatenladen kann man übrigens Speicherdeck-Upgrades kaufen. Dass man mehr Munition tragen kann. Ah ja, wie gesagt, ich denke, das mir. Ja, man, wenn wir ein bisschen damit warten, dauert nicht lang und nachher können wir schon das nächste Upgrade kaufen. Ja, super. Volltreffer! Bin ich voll. Da ist er schuld. Ladegeschwindigkeit schnelle Aufladung. Ich nehm's nicht, weil ich brauch lieber, ich brauch die Regeneration. Ja, nein, nimm Eis. So, bist du ausgerüstet, weil du hast jetzt der erste Minibus. Warte mal, alles schnell aufladen. Okay, passt. Wie schaut's eigentlich folgentechnisch aus? Ich würde sagen, den Bus machen wir jetzt noch. Mach mal den Bus noch. 20 Minuten, den Bus machen wir. Alles klar. Hast dir den falschen ausgesucht. Ah! Also hier herrscht viel Freude. Okay. Geil. Also muss ich vom Charakter sein, um diese Farbe zu bekommen. Nachhören? Granate? Ja, mal ich dahin. Ah, die Hüten, danke. Komm. Ja, ich weiß. Und wieder weiß einer ins Gras. Das war jetzt erschreckend einfach. Ja, es war der erste Miniboss da, der hat eine Waffe fallen lassen. Ich weiß nicht, ob es dir gefällt. Meine ist sie nicht. Also, ich werde sie nicht nehmen. Ach, ich probiere es nochmal. Tauschkönig. Ah, das Schloss mit der Waffe. Okay, gut. Ja, weil es ja Klingen dran hat. Ups, achso, okay, Granaten. Siehst du, so wie die gefunden. Wir sind übrigens beide Level 5, das heißt, wir können jetzt einen schönen Skills verteilen. Stimmt, jetzt könnten wir den zu machen. Die Loot noch nicht fertig. Eine Waffenkiste. Hier ist Bewaffnung! Na. Ich nehme einfach mal die Schrotflinten, okay? Ja, ist klar. 8x9 Schaden. Ja, aber schau da die Feuerraten zielgenau ja, okay, an. Ist extrem langsam, das ist so Bunker-mäßig. Mhm. Aber dann habe ich so Schrotflinten. Passt. Jetzt muss man herausfinden, wie leveln wir. Du gehst ins Menü rein, dann gehst du oben aufs Fahnenkreuz. Schon gefunden. Da kannst du eh nur das obere in der Mitte nehmen. Das
Schneller Angriff, Diebstahl, tödlich. Sniper-Rife, Züge nach Fettfall aufmachen. Ist schon cool. Ich hab den Skill da. Drücke F den Action Skill. Da ist F5 drin. Genau, schaut so aus. Ah geil, du hast die Schützstellung. Bunker. Ja. Die geht mal laden. Geil. Ja. Ich setz, warte mal. Cool. Ist für gewassen die 3 Sekunden. Also jetzt ist er ja. Meiner ist halt mehr so Unterstützer und deiner ist halt doch für Direktangriff. Oh ja, und ich hab einen Vogel. Wie kommen wir da jetzt? Ach so, Fahrzeug, Aufzug. So, ja, ist cool. Da geht ja was weiter. Geht gerade auch so finster? Sieht gerade kaum los. Nein, sieht gar nicht ganz gut. Aber ich hab's auch wegen YouTube ein bisschen höher gebracht. Die Stimmung erinnert mich gerade ein bisschen an Metroid Prime. Das war der erste Schritt auf deiner Reise. Du musst auf mich hören. Es ist unwichtig, wer ich bin. Zunächst musst du wissen, es gibt die Kammer. Man wird versuchen, dich abzulenken, dich auszunutzen. Aber du darfst dich nicht von deinem Ziel abbringen lassen. Die Kammer ist hier und wir finden sie. Diese Welt ist voller Gefahren. Wappne dich und zieh los. Ich beobachte dich. I'll be back. I'm watching. Nur so zwischendurch. Kommt denn die Person, oder kommt die böse Person nicht ab? Wenn sie sagt, es ist leider ein Ding, aber du kannst vertrauen und sie ja, was hast du? Was mich schon von Anfang an ein bisschen Kirill gemacht hat, war die Tatsache, dass ich einfach mal im rechten Auge so ein Bildschirmdusen habe. Das stimmt auch, ja, genau. Das war einfach so Visionen, dass man irgendeine Bildschirmdusen hat. Ich schwöre dir, das ist im zweiten Teil dann so cool, weil ich glaube, da geht es nicht spezifisch um die Dusen, die was wir da die ganze Zeit haben, aber du erfährst, was das eigentlich für einen Menschen sind. Warte mal ganz kurz, da oben werfe ich das hin. Wollen wir kurz hin? Ich glaube, da kommen wir oben jetzt an. Gehen wir zuerst nicht fest, aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht ziehen. Wow! Schon sind nicht so schlecht. Kommt du klar? Ja. Was ist denn da vorne? Vergiss nicht, dass du deinen Adler hast. Es macht keinen Sinn, ihn für alle Ewigkeiten aufzusparen. Okay. Ja, werde ich das einsetzen. Muss ich mal schauen, was das wirklich kann. Hey, du hast eine Kiste nach Hause. Grins ist Munitionskisten, ne? Das sind nur Munitionskisten. Okay, dann müssen wir. Vielleicht brauchen wir später. Ein. Super. Evening will be nice and you can go and send me off.